Hallo und willkommen zurück zu Sniper oder willkommen zu Sniper Elite 4. Hi. Cool. Ich erstelle mal ein Spiel. Wir machen den Modus Kampagne, denke ich mal. Glaub auch, ja. Dann machen wir Kampagnenmissionen. Nehmen. Ich muss die Kirche. Warum kann ich das einfach so frei auswählen? Was ist denn das schon wieder? Mach mal. Oh, Spiel erstellen. Modus Kampagne. Kampagne vorsetzen? Nein, weil wir haben ja keine Kampagnenmissionen. Und dann. Warum geht das? Warum kann ich die Missionen auswählen? Und da stehen keine Nummern. Was? Welche ist die erste? Ernsthaft. Wenn ich raus und wieder reingehe, resettet ihr das dann? Ja, tut er. Also ist Insel San Celini wahrscheinlich die erste Map? Kannst du mich schon mal einladen? Oder kann ich mich einladen? Kampagne. Ich kann nur zuschauen. Schwierigkeitsgrad, Kadett, Meisterschütze, Sniper Elite, authentisch. Authentisch plus? Hä? Okay, das ist neu. Ja, ich weiß auch nicht ganz, was das dann heißt. Hier ist auch keine Erklärung für die Schwierigkeitsgrade. Was sagen unsere Achievements? Brauchen wir irgendwelche besonderen Schwierigkeitsgrade? Wahrscheinlich. Okay, ja, okay, ich sehe schon. Ich habe eine Missionsliste. Ich kann dir jetzt also sagen. Was ist denn authentisch plus? San Celini Island ist auf jeden Fall richtig. Weißt du, was willst ich... Willst du von Anfang an nach dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen und nicht einfach zweimal? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Weißt du, hier steht halt nicht nur auf diesem Schwierigkeitsgrad, sondern auch ohne manuell zu speichern. Ach, bitte. Wie kann man überhaupt manuell speichern? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich gehe mal von aus, dass Authentisch Plus dann mit dem DLC reinkam. Aber Authentisch hat dann auch das so ein Achievement. Da gibt es auch eins, wo steht, schließe die gesamte Kampagne auf Schwierigkeitsgrad. Und dann hört der Satz auf. Also, keine Ahnung, was für ein Schwierigkeitsgrad das ist. San Celini Island ist jedenfalls die erste, da hast du recht. Okay, Warte, ich glaube, ich sollte dich... Also ich kann dir sagen, dass jedes Schwierigkeitsgrad ein Achievement hat. Ich gehe mal von aus, man bekommt die vorherigen, wenn man die schwereren macht. Also, welches hättest du gerne? Für den Anfang. Du darfst auswählen. Und wie ich darf auswählen? Einladen. Soll ich jetzt einen Würfel schmeißen? Ich hab doch gar keinen. Ja, normalerweise sagst du immer, ich will keinen Wind. Ja, hier ist ja keine Erklärung. Hä? Wie, das ist kein... Okay, ja, da ist nur Schwierigkeitsgrad. Wähle deine Herausforderung. Da steht nicht, was Kadett. Was ist. Kadett in Klammern leicht. Für eine leichtere Herausforderung. Keine Kugelballistik. Meisterschütze in Klammern normal. Für eine faire Herausforderung. Vereinfachte Kugelballistik. Sniper Elite schwer. Bereite dich auf einen zähen Kampf vor. Realistische Kugelballistik. Authentisch. Hardcore. Nur für echte Sniper und Masochisten. Authentisch plus. Der härteste Kampf, dem sich ein Scharfschütze stellen kann. Du, das, ja, das steht übrigens im Schießstand, da habe ich das jetzt gelesen. Okay, schön, aber das erklärt mir nicht, ab wann verschwindet dieses Viereck, was mir sagt, wo ich hinziehe. das ist tatsächlich eine gute Frage. Das weiß ich doch nicht. Ja, genau. Das ist kacke. Viereck-Zielhilfe kann man ein- und ausschalten mit den Optionen. Meinst du, die ist einfach immer... Warte mal, ist das wirklich das gewesen? Ich denke mal, ist das wirklich das Viereck? Willst du mich fahren? Was? Okay, hat der höchste Schwierigkeitsgrad dann noch einen anderen Catch? Vielleicht überleben die Leute Headshots. Auch ohne Helm. Was weiß ich. Modo,
Modus Kampagne, Kampagne fortsetzen, Kampagne Mission, Mission. Alles klar. Ich gehe kurz, ich bin ja sowieso schon im Wiki wegen der Missionsliste. Ja, ich okay, schau dir die Schwierigkeitsgrade da mal genauer an. Das wäre echt schwierig. Ja. Also, das spielen wir vielleicht auf Sniper Elite, weil das, denke ich mal, der normale schwere Schwierigkeitsgrad ist. Difficulty. Difficulty. Sniper Elite 4. Difficulty. Wo steht denn was zur Schwierigkeit? Kann ich dir jetzt nicht sagen, ich muss es selber finden. Echt, ja, ich mag gut. Auch lieber... Gut, der Schwierigkeitsgrad ist established! Ich hatte passiert. Ah, das ist eine coole Idee. Wie war das Spiel jetzt erstellt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da, Freund einladen. Ah, Gott sei Dank. Okay. Wo bist denn du? Ich glaube aber nicht, dass du das brauchen solltest. Ja. Schauen wir mal. Ich konnte vorher nicht einfach zu dir rein, aber vorhin ist auch vorhin. Ah ja, okay, wenn ich jetzt hier auf Mission wählen drücke, dann sehe ich die Reihenfolge. Das ist ja dann besser. Bitte was? Was steht denn da alles? Lauter Sammelobjekte, oh mein Gott. Und hier kann man den Schwierigkeitsgrad auch nochmal einstellen und hier steht es dann genauer da. Ach, angepasst gibt es auch noch. Nur Meisterschützen, normale Errungenschaften, nur Meisterschützen, normale lange Schüsse. Hä? Okay. Wahrscheinlich kriegt man nicht alle Achievements, wenn man angepasst spielt, wenn ich das richtig sehe. Möglich. Würde ich nicht tun. Aggression, Empfindlichkeit, Fähigkeiten, Härte. Was zur Hölle? Kann man nicht ja alles einstellen? Okay, nein, danke. Das ist mir ein bisschen sehr komplex. Charakter. Ja. Okay. Der, wo sehe ich dich? Da sehe ich dich, okay. Bewaffnung. Ach was, die stelle ich wirklich hier ein. Was ist denn das hier alles? Springfield, Magazin, man kann sie upgraden, Waffenbeherrschung. Erst alle Upgrades freischalten, Skin und Upgrades. Upgrades. Hölle, Alter. Ich bin schon überfordert. Das ist ja 5 Milliarden Zeug hier. Schon cool, gell? Ja. Aber oh, die Upgrades kriegt man für 50 Kills unter 20 Metern, 5 Querschläger-Kills, Umgebungskills mit Sprengstoff, Herztreffer. Wie gemein! Verbandskasten. Das würde ja Jahre dauern, alles freizuschalten. Was ist denn freie Schusslinie? Oh, 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 okay, dann nimmt er das eine mal raus. Also das Zubehör musst du dir nicht angucken, weil da haben wir noch nichts anderes freigeschaltet. Ja, ich sehe, da sind überall Sterne. Ich kann mir sogar... Okay. Ich könnte mir ein Verband leisten, aber will ich jetzt gar nicht. So, ich passt. Okay, ich drücke einfach auf Bereit. Ja, okay. Und dann auf Spiel starten, anscheinend. Ja, ich muss scheinbar nicht bereit sein. Ich wollte gerade fragen, wo zur Hölle der Knopf dafür ist. Ich bin so gespannt. Spielen wir Klaus. Nein, wie hieß unser Charakter nochmal? Klaus? Ich weiß nicht mehr, wie unser Charakter hieß. 1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens. Nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch, zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Cellini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Eisenhower. Das klingt aber sehr deutscher Name. Ja, man schreibt ihn mit H-O-W-E-R. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Cellini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis
besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orkidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Schiff kaputt? Ich habe einfach schon Ziel. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmitz. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmidt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission, Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Naja, in Teil 3 hatten die auch einen riesigen Panzer. Die Ratte war schon echt. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Wo kommst du her? Gleich mal Waffe. Da bin ich mal alleine hergegangen. Muss mich um Schmidt kümmern und die Informationen zur neuen Rakete filzen. Meine Waffe hat die Stadttarnung aktiv, übrigens. Meine Zweitwaffe hat ein bisschen mehr Munition. Ziel. Mit C kannst du dich dücken, mit C gedrückt halten, legst du dich hin. Wenn du gehen willst, dann drückst du Alt. Achso, SDRG zum Ding ins Ziel, okay, ja, stimmt. Oh, du bist ja rot! Warum bin ich rot? Hä? Was meinst du? Rot. Ja, ist das bei dir nicht rot? Du bist nicht so rot, wie ich jetzt erwartet hätte. Ja, ist das nicht rot? Hm? Was davon? Oder du visierst mit Rechtsklick, kann das sein? Ja, oder was drückst du? SDRG. Oh, ja, das ist jetzt tatsächlich rot geworden. So, erstmal kommt die Wellrot raus. Ach so, es ist sogar relevant, in welche Richtung ich scroll. Ja, okay. Das ist doch gut. Ich glaube, bei dir erst die Wellrot, bei mir kommt erst die. Ja, warte. Hast du die anders angeordnet im Menü oder was? Nein. Nein, okay. Ich habe die hier übersprungen. Müsst ihr ja nicht sehen. Aber die Wellrot ist. Kann ich hier hochklettern? Ah, ja, okay. Scheinbar. Aus nach oben ist echt ein bisschen zu schnell. Oh, das sind direkt Leute. Nice. Okay, wie viele? Benutz mal deinen Scan, Maus, den Tomb Raider Scan. Also, warte da. Maus 2 halten, um aus Deckung zu kommen. Achso, ich bin in der Deckung, okay. Warte, ist das eine automatische Deckung oder was? Oh, ich habe gerade einen weißen Schatten gesehen durch die Wand. Warum war das so laut? Das ist so eine Wellrot. Kamen die dir laut vor? Ich habe sie nicht gehört. Also, mir kamen sie schon laut vor. Mein Gott, durchsuchen ist vielleicht langsam. Ich habe eine Stolpermine bekommen. Kann man erkennen, dass eine Waffe einen Schalldämpfer hat oder nicht? Erst habe ich so ein krasses Echo gerade gehabt, als ich mich selbst reden gehört habe. Kann man das erkennen? Kann ich das irgendwo ran erkennen? Ich meine, ich kann auf Spielausrüstung drücken. Was steht hier? Wellrot. Repartiert. Ich glaube, ich gehe auf TV-Einstellung. Hier steht nichts darüber. Upgrades. Beherrschungsscan. Habe ich gerade reichweite Schaden? Wellrot, repetier. Oh, man sieht hier gleich. Wo steht denn überhaupt was von Schall gedämpft? Weil Wellrot, das nennt sich unter irgendwas. Nee, wo? Links in der Anzeige. Okay, warte, links. Wo bist du reingegangen, dass du dir das jetzt anschauen kannst überhaupt? Wenn du ESC drückst, dann hast du da Spielausrüstung. Oder nicht? Ah, okay. Gut. Da steht Repetierer in Klammern Unterschall. Immer wenn Unterschall dabei steht, ist es in Anführungszeichen schallgedämpft. Okay, ich kann dir eins sagen, das klang nicht schallgedämpft, aber gut. Ja, bei der Wellrot. Außer meine Waffen sind irgendwie, keine Ahnung, wir schauen, was wir sehen. Gerade mal drüber, da kommt rechts ein Menü, das dir sagt, dass die Waffe cooler ist. Hä, warte, aber nicht die cooler.
Aber die, warte mal, würde in dem Menü jetzt auch stehen, dass es schallgedämpft ist irgendwo? Geh davon aus, ja. Also da, halbautomatisch, jetzt, da steht auf jeden Fall dieser komische Text nicht da. Ja. Ich habe Angst, dass wir alle Waffen durchprobieren müssen, um Sachen freizuschalten. Was ist das? Oh mein Gott, war ich gerade in dir drin? Okay, wenn ich 4 drücke, habe ich die diese Dingensgranaten und wenn ich 6 drücke, habe ich die Heilpacks. 7 ist Stein. Okay. Okay, merkt ihr, nicht aufs Seil schießen. Okay. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber anscheinend habe ich irgendwie Plus gedrückt oder so. Das Video war gerade pausiert. Was schade ist. Er hat mich gerade mit den Kanonen abgeworfen. Ja, genau. Richtig gut. Ja. Ah. Du, den muss ich jetzt erstmal entsorgen. Ach, genau, wirf einfach alle Leichen weg. Hast den anderen auch alles so leise? Ach so, weil mein Leben so low ist. Wie, dein Leben ist low? Ich bin mit lowem Leben bis... Muss ich jetzt einen Heilpack benutzen? Ja, aber das ist doch dann weg, oder nicht? Ja, hier ist eine Kiste, durchsuch die mal, vielleicht kriegst du da Heilung raus. Ich habe Verband bekommen beim Rumlaufen. Ich habe nichts eingesammelt, also nicht absichtlich eingesammelt. Unterschall, Gewehrmunition, Pistolen, Gewehrmunition. Okay. Oh mein Gott, der redet sogar leiser. Warte, welcher Slot war das jetzt normal? 6. Ja, wie nutze ich das? F? Ja, F ist der richtige Knopf. Hä, wie hast du das gemacht? E und dann Leertaste. Okay. Kann ich damit auch Gegner normal markieren? Ja, wenn wir mal wieder einen finden. Okay. Du hast meinen markierten ja gleich erschossen. Der war markiert. Ich hab's versucht. Okay, gehen wir mal hier hoch. Hier geht es hoch. Hier geht es hoch. Optionen. Obwohl eigentlich, vielleicht kann ich auch einfach... Was ist, wenn ich das hier ein bisschen senke? 10. Secrets finden. Das ist ein Effekt. Ein Spiel ohne Aura, wow, die einem alles zum Leuchten bringt. Das ist mal ungewohnt. Ah. Okay. Es hängt jetzt kurz. Das hat nichts an den FPS gemacht. Okay. Dann mache ich einfach so. Ich habe hier Dokumente gefunden. Ey, das sieht sogar echt ganz schön schlecht aus. Bis zur Hölle. Ich hätte erwartet, dass das nicht so den krassen Effekt hat. Nice. Das ist ein Nazi. Oh, das kann. Wo bist du denn hingelaufen? Achso, da weiter. Ich habe jetzt ein neues Tutorial bekommen. Gegenstände. Karl. Ach, Karl heißen wir. Mit K, aber nicht mit C. Verfügt über eine Reihe von Fallen und Gegenständen, die alle auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt werden können. F, um einen Gegenstand zu benutzen. Okay, ich war gerade außer Puste. Der hat sogar angefangen so zu blinken. Ich denke, so, ich nehme jetzt hier ein Sammelobjekt auf, okay? Scharfschützenbericht, Obergefreiter Erich Hosenfeld, Eingabe. Anzahl Abschüsse 14, 28. Mai 1943, nach Lorino auf dem Festland versetzt. Zivile Befriedung abgeschlossen, Leichname umgesiedelt. Eine Ehre, General Schmidt zu dienen. Ich freue mich, wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Okay, gut, netter Brief. Oh, hast du dir die Sniper gegönnt, die hier rumsteht? Oder nur die Munition? Die K98K. Willst du jemanden absnipern von hier oben? Ich habe meine FPS etwas erhöht. Okay. Ich benutze jetzt Upscaling. Ich habe irgendwie auf 75% oder so runtergestellt. Das ist jetzt nicht mehr ganz 4K. Schaut nicht wirklich anders aus. Das ist das Ziel davon. Herzfrequenz-Tutorial. Ich dachte, er hat sich gerade...
Ich dachte, da wäre gerade ein Tier gewesen, aber anscheinend war es nur eine Blume. Karl, mach keinen Scheiß. Alter. Es sind überall Fragezeichen auf der Map. Haben wir gewonnen, wenn wir unser Hauptziel erledigen? Ich gehe davon aus, dass man alles andere nicht machen muss. Möchte es aber machen. Ich töte eine Seemöbel, Achtung. Weil das ist doch auch wichtig für... Genau, wenn du ESC drückst, dann hast du da unten rechts, da sind ja alle möglichen Sachen und die müssen wir alle... Alles an Collectibles sind das. Briefe. 5 weitere Briefe. Aha. Den Scharfschützenbericht haben wir. Steht bei dir Scharfschützenbericht 1 von 1? Also Torrier Blattwerk. Achso, wie man sich da rein... was, Scharfschützenbericht? Ja, steht da 1 von 1? Ja, da steht 1 von 1. Das ist das, was okay. du oben gefunden hast. Stand da was drin? Ja, ja, ich hab's vorgelesen. Oh, okay, dann habe ich nicht zugehört anscheinend. Da ist ein Deutscher. Wie geht Nahkampfkill? Ich denke mal, du musst nah genug rangehen. Da hinten ist aber auch ein Deutscher. Hoffentlich passiert bald mal was. A, B. Was soll die Kamera? Was muss ich jetzt drücken, um ihn zu markieren? Einfach nur Blattwerk-Tutorial. Achso, du hast gehört? Okay, hat der, den du gerade getötet hast, gesagt, dass es jemand was gehört hat? Ist? Ich glaub schon. Ein Wechsel in die Hocke oder Bauchlage unter Blattwerk macht dich weniger sichtbar für den Feind. Auf kurze Distanz bist du zwar nicht sonderlich geschützt, auf größere Entfernung dafür umso mehr. Oh mein Gott, wenn ich den länger anschaue, kriege ich sogar alle möglichen Informationen, welche Waffe er hat, welche Gegenstände er dabei hat. Der hat einen Verband dabei. Oh. Oh. Oh, Dennis! Hat er die Leiche gesehen, oder? Keine Ahnung, aber er ist tot, okay. Okay. Flugzeuglärm. Oh, ah, jetzt hätten wir snipen können. Das ist gut. Ich hab mich schon gefragt, wie lange ich mit der Wellrod schießen muss. Also, ich durchsuche jetzt erstmal die Leiche. Vorne ist eine Sackgasse. Das sieht jetzt sehr laut Karte, da sollten wir also zuerst rein durch diesen Tunnel. Aber ja, ich glaube, wir können jetzt ist laufen. Ist das jetzt einer der Haupttypen? Zerstöre Kameras, okay. Sind wir in der Nähe von Ach irgendwas? So, ich muss das explodieren lassen. So zerstöre ich oh. die. Fliegt nochmal ein Flieger rüber? Ich möchte nicht, dass das jeder hört. Hä? Oh mein Gott, ein Deutscher! Was bist du denn? Oh shit, er hat einen Helm gehabt. Okay, aber Triangulation-Tutorial. Geräusche und nicht tödliche Schüsse helfen deinem Feind bei der Triangulierung deiner Position. Bei wiederholtem Auftreten an derselben Position oder bei visueller Bestätigung ergibt sich eine vollständige Triangulierung. Ja, okay, dann kommen sie halt. Okay. Dann kommen sie halt. Ich habe den nicht gesehen, ich war einfach nur blind. Aber hier liegt ein Brief, deswegen bin ich hier hingegangen. Okay. Nehmen. Briefe in die Heimat. 8. Mai 1943. Liebe Roswitha, endlich finde ich einmal ein wenig Zeit und habe die Gelegenheit, dir zu schreiben. Mir geht es dir, meine Liebste. Da steht wirklich wir. Statt wie. Mir geht es gut, auch wenn ich dich und Marisfeld vermisse. Ich kann dir Vielleicht leider nicht viel darüber schreiben. Die Person, die es geschrieben hat, ja kein Deutscher. Es ist alles schrecklich geheim, aber der Krieg wird dadurch ein schnelleres Ende finden, da bin ich mir ganz sicher. Mein Vorgesetzter ist im Anmarsch, darum muss ich jetzt Schluss machen. Ich sende diesen Brief ab, so schnell ich kann. Alles Liebe, Christian. Dennis, ich glaube, das ist ein verdammt typischer Fehler, der mir auch ständig passiert, dass ich eher statt E tippe, wenn ich wie eingeben will. Und ihm ist das auf seiner Tastatur auch passiert. Ich meine dem Entwickler. Jemand sagt, hey, könntest du dich hinknien? Oder was, ernsthaft? Ich habe kein Hell gehört, aber gut. Nicht? Aber wer hat dann gehellt? Bei mir. Ich habe keinen Scan, der mir alles auf der Map anzeigt. Wieso bin ich kein Superhuman? Eingabe Infanterie Tutorial. Oh mein Gott. Gewöhnlichste Soldat in Reihen deiner Feinde. Habe ich ein Limit, wie viel ich markieren kann? Ich will da gar nicht lang. Ich gehe jetzt durch den Tunnel. Bye. Ich möchte da hinten die Kamera zerstören, aber ich möchte eigentlich auch, dass es niemand hören kann. Und ich weiß nicht, ob das wer hören kann. Kamera ist hier bei mir, wo ich jetzt bin. Ja, genau, diese. Ha. Ich hätte eine Idee, aber es funktioniert nicht. Was denn? Glaubst du, jemand kommt nochmal hier vorbei von den Gegnern? Wieso? Eben, hier kommt keiner mehr vorbei. Ich kann eine Sprengfalle in die Leiche einbauen. Und ich wette, die Kamera wäre dann auch hin. Soll ich es einfach riskieren? Ja, du kannst von mir selber drauf schießen. Ich schaue die anderen an, ob die sich irgendwie darauf reagieren. Warte, machen wir erstmal, was auch immer hier auf der anderen Seite von dem Tunnel ist. Kann ich dich... Achso, jetzt muss ich Linksklick machen. Da wäre Lärm gewesen! Ah! Ich bin in meinem Finger zu Glas. Oh, du hast es geschafft. Gott sei Dank. Ja, oben ist noch Lärm.
kaputt gemacht. Aber jetzt ist der ja schon weg. Laut Karte. Ich hoffe, dass... alles klar, macht nochmal Wurm. Ja, das passt schon. Das zählt nicht mehr. Ja, das, die sehen nicht, dass da fett ein Auto am Rennen ist. Wer will denn noch explodieren? Okay, jetzt ist aber wirklich weg. Ich hoffe doch. Also, oh, warte mal. Dann ist das gar keine Sackgasse. Wir gehen hier einfach nur unter der Map durch, oder? Ah, Mist. Ist das doch eine Riesenmap. Nicht linear. Ja, ist eigentlich besser. Nee, die ist recht groß. Flächig. In alle möglichen Richtungen kann man gehen. Ziele sind überall. Okay, welchen von beiden schießt du ab? Was, wir schießen die ab? Mein Gott. Schaut sie mir. Ja, ich weiß nicht. Glaubst du, dass noch jemand, der das mitkriegt? Ich gehe davon aus, dass sie aktuell ein bisschen zu weit weg sind, um das mit der Wellrot zu machen. Zu weit weg? Die würde ich mit der Wellrot treffen. Ja, wenn du meinst. Nein, das ist, glaube ich, tatsächlich zu weit weg. Wenn ein Flugzeug kommt, ich schieße, ich schwör's. So. Wenn ich es rechtzeitig mitkriege. Also, nee, ist markiert. Flugzeug! Einer lebt bei mir noch. Ja, tut er. Und jetzt ist der Sound weg. Das ist ein bisschen blöd. Upsi. Aber hat er keinen anderen gemerkt? Mehrmerzeugung-Tutorial. Doch, hat er. Ich könnte Feinde auf deine Position aufmerksam machen. Ja, da kommt einer. Halten. Der da. Okay. Ich dachte schon, ich habe die Sirene gehört, oder war das ein Soundeffekt? Ja, tut mir leid, ich habe dann gedacht, jetzt wo er eh schon weiß, dass wir da sind. Will ich in den Ton sehen. Hast du die Killcam eigentlich gekriegt? Nicht, oder? Weil die war sehr kurz. Ich hab keine bekommen, ne. Dann sieht jeder nur seine eigene und die ist sehr schnell vorbei. Läuft der wieder weg? Was soll denn das? Ja gut, okay. Wir sind so weit weg, ich wette, dass das kein anderer hört, wenn ich den jetzt um... Du kannst einen Stein schmeißen. Hä? Warum hat der Hm gesagt? Wenn mich da wohl nicht... Mir hat er was zur Hölle gesagt, bitte. Okay, das ist so, oh, er sieht mich gleich, wenn er... Ich bin noch am Looten. Oh nein. Versteck dich! Ach, stimmt doch bitte. Mein Gott, das war jetzt so wieder laut. Ja, und hat... Oh, siehst du, auf der Minimap sieht man jemanden. Ja, den habe ich vorher auch schon gesehen. Genau deswegen stört mich, dass du das getan hast. Dann schieß den ab, bevor er zu mir kommt. Das wird der letzte sein. Oh, wow, das war aber schnell. Ja, niemand sonst weiß, wie genau hast du denn da gelootet, dass er dich von dort hinten gesehen hat? Was zur Hölle? Also, schau mal, wenn du hier stehst... Weißt du, hätte der einfach dich noch nicht gesehen. Ich wäre gleich hinter dem Rock, hinter dem Stein hervorgekommen und hätte mich reinschießen können. Ist ja leid. Aber bisher hat uns noch keiner angeschossen. Ist das nicht ein Erfolg? Ich weiß halt auch nicht. Ich meine, vielleicht ist es egal, wenn man entdeckt wird, aber... Ich hoffe doch. Grundsätzlich möchte ich nicht entdeckt werden. Oh, ein Brief. Dann ja, der war mal hier drin im Hellzent. Enter drücken. Oh, warte, kann ich auch. Scheiße, ist vorbei. Mist. Ach so. Ja, egal. Achso, hätte ich den lesen können. Ja. Aber oh, ja. Hast du im letzten Spiel auch im Nachhinein gemacht? Keine Ahnung. Kann ich das jetzt noch irgendwie jetzt machen? Ja, wenn du es findest. Wo denn? Hier noch mehr? Oh, du bist im... Kontrollpunkt, Neustart, Schwierigkeitsgrad. Unterschallmunition. Was? Der Wehrpass hat sich auf jeden Fall schon etwas... Heißmenü? Wie soll ich bitte... Welches Kreismenü? Irgendwas fehlt mir hier. Profilpartner... Ne, das ist, bist du... Habe ich bei M noch irgendwie... nein, damit kann mir die Ziele anzeigen. Okay, keine Ahnung. Anscheinend kann man das nicht im Nachhinein lesen. Oder kann ich? Halt mal Q gedrückt. Was Sag denn? Mir, wie cool das ist. Oh. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich habe 10 Schuss Unterschallmunition. Dann bin ich schallgedämpft, ohne schallgedämpft zu sein. Egal. Ja, ich kann die umändern? Und man sieht hier die Upgrades. Also, was man für die Upgrades braucht. Da kann man, muss man nicht nachgucken. Wieder. Ja, Ultraschallmunition. Krass. Boah, lädt die langsam da rein. Aber stabilisieren. Toll, was ist denn der Unterschied zwischen heilen und stabilisieren? Oder, hä, ist das Wiederbeleben? Aber ich dachte, dafür brauche ich nichts. Oder hat sich das was gekostet, dass du mich vorhin wiederbelebt hast? Nein. Okay, der Check ist nicht so ganz. Ist man dann wieder voll wiederbelebt oder so? Das verstehe ich nicht so ganz. Geht's da nicht um den Unterschied zwischen Verbandskasten und Verband?
Ich verstehe nicht. Ist in Ordnung. Ach so, du meinst, man kann umstellen zwischen... Ah, ja, nee. Das Problem ist, es gibt ja zwei Sachen. Entweder du heilst dich, aber dein Puls bleibt oben. Oder du heilst dich weniger, aber dafür ist dein Puls wieder normal. So ist das, glaube ich, gemeint. Ja, aber der geht doch eh nach einer Zeit wieder runter, oder nicht? Wenn ich nicht bewege. Ja, schon. Genau, also. Aber wer weiß, die werden das nicht ohne Grund eingebaut haben. Wo gehen wir eigentlich gerade hin? Offiziere töten. Ah, da ist wohl einer von denen. Mehr ist hier nicht. Dann töten wir den und sichern dann den Kontrollpunkt. Oh, da kommen die Flieger wieder. Schieß das Flugzeug ab. Was? Hä? Wie soll ich das Flugzeug abschießen? Was ist das denn? Ich verstehe das nicht. Zoom mal mit deinem Scharfschützengewehr und schau mal nach unten. Reichweiteneinstellung. Okay, mit E steigt's, mit Q geht's runter. Ja, aber was genau bringt mir das jetzt? Das frage ich mich auch. Ich dachte, das wäre die Zoom-Einstellung, deswegen habe ich vorhin so irritiert geguckt. Oh, da ist ja okay, also wenn du Lunge leeren machst, dann bewegt sich der Cursor damit hoch und runter. Oh, nice. Kommen die Flieger bald wieder? Ah, shit, ich muss mal hinlegen. Oh mein Gott. Auch gerade dabei, mich zu sehen. Ist der blind. Oh, der muss echt blind sein. Oder geh in den da vorne, wenn du schnell genug hinkommst. Ich beeil mich, Dennis. Aber es ist auf allen vier nicht so einfach. Leg dich doch seitlich hin und roll. Oh, gute Idee. Lass mal gucken. Geht, glaube ich, nicht. Ja. Nein. Gemisste Opportunity, definitiv. Gut, dass die alle so blind sind. Meine beiden Waffen stecken hier einfach raus. Warum sind das überhaupt zwei? Oh, krass. Leere Lunge, Geist, markiert, Bauchlage, Kopfschuss, 20,50 Meter. Das stand da alles. Warum sagst du krass? Ja, keine Ahnung. Ich habe meinen Schuss... Oh, ich habe Unterschallmunition drin, deswegen habe ich nichts gehört. Ich hätte gar nicht warten brauchen. Ah, ja, erinnere mich dran. Ich durchsuche mal die Leiche, weil ich Bock drauf habe. Oder hinten ist auch ein Gegner. Sonst nichts. Hier ist er hinterm Stein. Ah, ja, gut, du hast ihn markiert. Ja, danke, gerne. Ich habe Unterschallmunition, ich darf ihn einfach töten. Aber er ist außer... Nein, er ist jetzt weg. Aber mein Puls war gerade am Hochgehen. Da oben rauf zu diesem Adler, der schaut schön aus. Also, ich logge ihn jetzt erstmal zu mir. Du hast den Typen gelootet? Okay. Hey! Oh ja, er hat ein Ausrufezeichen über den Kopf. Ja, seid vorsichtig. Hä? Oh, sieht er dich oder soll... was? Ich hab keine Ahnung, wer hat dich denn gesehen? Warum machst du denn? Ja, warum lässt du dich denn sehen? Da vorne. Ich wollte mit dem Generator weglenken. Guck mal die Map an. Die anderen sehen uns jetzt auch. Sie sind auch alle rot geworden. Drück mal M. Ich kann sie nicht, egal, ich gehe hier hoch. Vielleicht kann ich ein paar snipen, ich bin jetzt besser. Du kannst von mir echt nicht erwarten, dass ich in einem Stealth-Game Stealth bin. Hä? Nicht in der ersten Mission. Wie wusste ich denn... Ich schaffe es einfach nie. Die wissen meine Position, wie haben die das hinbekommen? Ich habe auch gar keinen gesehen, als ich hier hochgegangen bin. Okay, das wundert mich jetzt auch. Hast du einen Schatten dann hinter dir? Ich habe einen Schatten hinter mir. Oh, jetzt verstehe ich das Problem. Die Munition ist nicht mehr tödlich auf die Reichweite. Es waren 255 Meter. Warum hast du ihn denn erschossen, Mann? Ja, weil er dabei das war. Das erklärt, warum du entdeckt wurdest, weil du versuchst, ihn zu erschossen und gefailt hast. Er hat schon gewunken, als würde er jemanden herbeirufen. Was das bedeutet. Oh, naja, wie soll ich sagen? Habe ich geschossen, er lebte noch und dann. Oh, da ist jemand runtergefallen. Ja. Dann geht dieser Generator eigentlich mal. Was? Der Generator macht immer noch Lärm. Ja, das soll er auch. Das sind ja jetzt Gegner, die ich abschießen kann. Die verstecken sich so gut. Soll ich sie dir markieren? Oh, da ist ja ein blauer Schatten von dir. Ja, wenn du sie markieren kannst, kannst du mir gerne markieren. Okay, ich suche jemanden. Ich weiß, dass da hinten welche sind. Ah,
Da ist jemand. Oh, da auch. Und da auch. Reichen dir die drei? Ja, hallo, hast du denn überhaupt welche markiert? Hä? Ja, links von dir. Bist du blind? Ach, da drüben. Okay. Leute, die schauen ja alle hierher, okay. Ja, die sind schlau. Die sehen den Generator Bumbo machen und denken sich, oh. Das muss ein Ablenkungsmanöver sein. Es klang so, als wäre jemand gestorben. Hat er das bemerkt? Anscheinend nicht. Ich glaube, hier ist bald jemand in unserer Nähe. Die reden schon sehr laut. Oh, ich sehe sie auf der. Oh, wow, die sehe ich. Die Killcam sehe ich. In schwarz-weiß. Das muss in schwarz-weiß siehst du die? Bei mir war die nicht in schwarz-weiß. Oh, so ist er. Aua. Er hat mich getroffen. Das tat weh. Hä? Warum lebt er noch? Weiß ich nicht. Warum lebe ich noch? Aua. Schon wieder. Kann ich das skippen? Hä? Ist der von oben nach unten erschossen oder was? Was? Das sah so aus. Als wäre deine Kugel direkt senkrecht von oben in ihn reingekommen. So. Wollte da gerade einer hochklettern? Ja, wollte. Gemein. Glaube ich nicht. Oh, da sind ja noch mehr Deutsche. Der LKW leuchtet rot, als könnte man da drauf schießen. So verführerisch. Darf ich? Jetzt sind wir eh schon laut, oder? Oh ja, die gucken auf einmal alle her. Das war aber nicht meine Schuld. Du kannst draufschießen, wenn es leise ist. Also wenn oben das Teil ist. Ich weiß nicht, ob es leise war, aber ist egal. Alles ist tot. Alter. Es war 7 Kills. Warte, da hat einer überlebt. Siehst du den? Ich habe ihn markiert. Bam. Kopfschuss übertönt. Oh, sehr gut. Oh, weißt du was? Der Generator verursacht einfach immer Lärm. Hier, das. Oder ist das der Flieger? Oh ja, das ist der Flieger. Siehst du noch irgendwo jemanden? Den man auch töten darf? Die armen Deutschen. Solche Noobs. Warum stirbt denn der nicht? Muss ich die Distanz höher einstellen? Ist das das Problem? Oder. Das was anderem zu tun oder ist die Reichweite von der Waffe einfach nicht so allgemein? Kann sein. Welche hast du denn? Ich habe die Winchester, die hat glaube ich mehr Reichweite. Was soll denn? Wie krass geht das über den Sound? Läuft ein Deutscher? Lauf, Kleiner. Ich klang jetzt ein bisschen zu creepy, so. Ich werde nicht auf ihn schießen. Oh mein Gott, ich glaube jemand schießt auf mich. Von oben? Hä? Ich weiß nicht, woher das kam und es macht mir Angst. Generator macht aber echt oft Lärm. Kann er das Verrecken nicht erwischen? Ich glaube, das ist die Zielhilfe. Dass ich da nicht ganz genau treffen muss. Oh, da unten. Oh, da will einer hochkommen, sehe ich gerade. Sicher? Wo? Bei mir? Kein Mensch da. Die sind zu weit, zu senkrecht unter mir, ich kann da nicht hinschießen. Ich habe eine Waffe mit einem 70-Schuss-Magazin dabei und ich werde sie benutzen. Ich spiele Rambo in diesem Spiel, das weißt du. Das ist ein Witzbold. Mein Gott, Alter, da vorne ist ein Gegner. Streck dich doch ein paar Meter vor mit deinem Arm. Auf welchen zielst du? Den, der bei uns ist? Oh. Ja. Ich sollte diese Minimap öfters mal benutzen. Okay. Das ist ja dann genau der perfekte Gegner für Rambo. Ja, okay. Er bemerkt mich nicht, obwohl ich nicht langsam geht. Okay, warte, ich schleiche dann doch lieber an. Tarnungsexperte. 150 Epic. Ja, genau. Die habe ich mir verdient. Sieht so aus, als ballert da einer auf dich. Hörst du das auch? Oh, ja, genau den meine ich. Wow, da hast du aber exakt auf den Stein geschossen.
Was? Das war doch neben dem Stein. Okay. Genau. Bei dir vielleicht. Ja, ist schon. Ich wüsste nicht, dass das bei uns. Ich meine, warum sah das denn anders auch schon bei uns? Nein, es sah nur echt knapp aus. Ey, warte, der ist doch noch hinter der Wand. Schieß nicht auf Dinge, die du nicht siehst. Ach, deswegen ist das Ding gelb statt rot. Au, echt? Liegt daran. Kann sein. Von welcher Seite kommt denn der? Ich weiß auch nicht, wo der gerade hinläuft. Ah! Oh mein Gott! Oh, du hast ihn angeschossen. Er war noch nicht einmal in meiner... Okay, ist tot. Alter, oh mein Gott, was war denn das für eine Kugel? Oh, das bist du hinter mir. Ich wollte gerade schon auf dich schießen. Nein, tust du nicht. Lungentreffer, okay. Aber das hat anscheinend keine extra Cam verbraucht. Das kann der nicht gut, der hat wohl nichts. Weißt du, warum ich überhaupt hier unten war? Ich bin aus dem Fenster gefallen. Ach so. Was haben wir denn da? Ich habe einen Offizier gefunden. Okay. Und zwei Leute mindestens. Das ist alles. Ich switch mal den Pfad. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.